So, ein neuer Tag, ein neuer Part hier bei unserem Half-Life 2 Let's Play. Ach du Scheiße, wir werden schon direkt angegriffen. Vielleicht hätte ich vorher keinen Lärm machen sollen. Ich habe gerade einmal geschossen. So, was ist letzte Folge passiert? Wir haben unser Airboat bekommen und sind damit ein bisschen durch die Kanäle gedüst. Jetzt sind wir hier gerade auf irgendeinem Zwischenstützpunkt, wo sich die Combines fett gemacht haben. Und wo die Leute auch interviewt haben. Und dann sind die zufälligerweise gestorben. Unglückliche Zufälle. Wahrscheinlich Selbstmord. Kennt man ja. Wollen wir erstmal hier die Lager plündern. Okay, das hat die Kamera nicht beeindruckt. Ist das nur eine Kamera oder schießt das Ding auch? Ne, scheinbar ist es nur eine Kamera, ja. Oh, ich höre Manhacks. Oh ja, ich sehe Manhacks. Da war eine Wand im Weg, das war dämlich. Ah! Naja, haben wir einiges an Leben verloren. Aber was soll's. Leben geht weiter. los, heil mich. Jetzt haben wir da ein bisschen schief vorgestanden, aber ich wollte noch gerade erwähnen, dass ich die Animationen von den Health Stations sehr schön finde. So, was ist das hier? Das sind doch normalerweise irgendwelche Essensausgabensdinger. Aber hier geben die nichts aus, schade. Okay, haben wir irgendwie eine Waffe auf Range? Ne, haben wir nicht. Ja, jetzt wäre die Granate natürlich sehr praktisch gewesen. Nein, ich will nicht sterben. Oh ja. Treffer. Noch haben wir keinen einzigen Tod gebraucht. Ich würde mich ja freuen, wenn wir es weiter ohne schaffen, aber dafür müssen wir gut aufpassen gerade. Okay, wir haben scheinbar alle erwischt. Okay, Nummer 1 heilen. Jetzt nochmal von vorne zu sehen. Ups, leer. Ah. Okay, HP haben wir fast wieder voll. Sehr schön. Ah, eine Granate. Ja, dann nehmen wir die lieber nicht in die Hand, sonst feuere ich mir da die gleich wieder selbst ins Gesicht. Das ist immer etwas unangenehm. Hat man Granaten aufgefüllt? Nee, scheint es hier drin zu geben. Wunderbar. Ich glaube, die Kisten können nichts beinhalten, ne? Dann machen sie trotzdem mal kaputt. Da waren wir alle. Gut, weiter. Meine, dass man hier auch noch hätte irgendwo den G-Man mal sehen sollen, aber ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher.
Bombs. So geht das Zaun natürlich auch auf. Oh oh, wir kriegen Besuch. Hätte ich euch heute erwartet, hätte ich Kuchen da. So, noch wer was? Nee, alle haben sie genug. Na gut. Ja, mal gucken, ob wir wieder an unser Bötchen kommen. Ja, unser Airboat. Ups, was da? Hier drin ist auch Besuch. Nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber... Oh, jetzt schon mal neue Granaten hier. Solange es noch welche gibt. Ich glaube, wir haben alle, oder? Ja, nicht ganz. Aua! Aua! Ich stolper hier über die... Räder. Nochmal neue Granaten holen. Damit kommt man hier gerade relativ angenehm durch. So, mal gucken. Ja, hier gibt es nichts Neues. Das war vorhin schon auf. Hier drin gibt es auch keine neuen HP oder sowas. Na gut. Dann fahren wir mal weiter. Die andere Hilfslieferung haben wir auch noch im Rüber. So. Und weiter geht's. Bin mir gerade nicht sicher, warum ich hier abgestiegen bin. Ich habe gedacht, hier wäre noch irgendwo ein Lambda-Ding. War es aber wohl nicht. Oh oh. Nicht getroffen, schade. Sich direkt vor so einem Airboot abseilen, das ist natürlich auch eine pfiffige Idee. Eieiei. Die Raketenwerfern wird auf uns geschossen. Aber wir kamen heile durch. Mal gucken, wo es weitergeht. 29 HP haben wir noch. Hm. Ja, da vorne war gerade ein Lambda-Symbol. Ah ja, sehr schön. So.
Wie und wo kommen wir da dran? Easy. Sehr schön. Da ist die 9 von 45, die ich schon eher erwartet hatte. Weiter geht's. Bin ich gespannt, ob wir alle finden werden von alleine. Ich meine, 45 Stück ist schon eine ganze Menge. Okay. Immerhin können sie nicht so gut zielen. Oh, jetzt bin ich ja nass geworden hier. Ah, wir haben einen Lagerraum gefunden. Der guck mal. Da haben wir unsere Magnum wieder. Sehr schön, sehr schön. Was will man mehr? Hier kann man nicht öffnen, war eh noch eine Tür. Nee. Sieht nicht so aus. Dann geht's da lang weiter. Zum Heli gejagt werden ist natürlich nicht das Schönste. Nein. Immer wieder runter in Deckung. So, eben alles umgediegelt, umgemagnummt. Ich glaube, das waren sie alle, wa? Ja, wunderbar. Mal Unterstützung. War ich hier unten überhaupt drin? Ja, da ist nichts drin. Ah, wieder ein bisschen Zeit verplant, aber egal. So. Hierüber, 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 hierüber. Munition sammeln. Ja, super. Okay, machen wir nochmal eben wieder uns aufladen. Geh weg, Heli. So, müssen wir jetzt lang? Ah. Hier geht's nicht lang, aber hier gibt es zumindest noch mal eben Munition.
Aua. Nicht runterfallen. Komm, geh kaputt. Hinten will noch jemand was, okay. So, lass kriegen. Und dann machen wir uns das große Tor noch hier auf. Dann kommen wir auch wieder weg hier. Oh, da hinten haben wir irgendwo geparkt. Und weiter geht's. Und ein neuer Heli kommt an, wie schön. Und der Heli hat Minen dabei, wie praktisch. Für ihn, nicht für uns. Also sonderlich gut kann er damit nicht um. Hallo, nicht auf mich schießen. Ich mag das nicht. Lass das, ich hasse das. So. Wenn ich hier los, nee, sind wir wahrscheinlich nicht, wa? Da gibt es nichts. Ah. Die ganze Zeit das Gefühl, dass ich langsam wieder so ein Lambda-Ding verpasse, aber bislang sehe ich keins. Ja, wollen wir mal hoffen, dass wir keins verpassen. Drin haben wir etwas mehr Deckung. Und die eine oder andere Kiste scheinbar, sehr praktisch. Das gefällt. Was ist das denn? Da ist ein anderes Symbol. Ahaha, ja. Das habe ich gesehen. Sehr schön. 10 von 45. Au. Jetzt wo ich den Sprung gerade nicht geschafft habe. Ah, jetzt darf ich nochmal rüber. Na gut. Ah, der Heli hat uns verloren, offensichtlich. Ist auch schon mal was. Ah. Komm, ich will da rein. So. Was sind das für Dinger da oben drauf? Da ist aber kein Secret mehr, oder? Ja, sieht nicht so aus. Na gut, lass mal das. Ups, neuer Heli, neues Glück. Okay, da müssen wir lang, da geht's so. Okay, gucken wir mal da oben drüber noch, wenn man anders hinkommt. Jetzt will ich die andere Seite doch mal eben sehen.
könnte da oben drüber laufen. Wenn man da irgendwo hinkommt. Ah ne, hier geht's nicht weiter. Okay. Hätte ja sein können. Dann geht's hier wieder hoch. Ah, fuck, 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 fuck. Nein, lass mich in Ruhe. Glück gehabt. Glück gehabt. Ja, da oben war gerade noch eine Kiste. Also fahren wir doch nochmal zurück. Hallo. Nehme ich da oben mal mit. Boah, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Lass mich da hoch. Oh fuck, 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 fuck. Natürlich sehr wenig Leben, weil ich gerade auf. Oh, fuck, unser erster Tod. Nein! Nur weil ich auf Secret-Suche war. Gut, jetzt wissen wir aber, dass da keine Secrets sind. Und können ohne weitere Suche fortfahren. Wir hätten auch so mitkriegen können hier. Da. Ärgerlich, dass wir jetzt einen Tod haben. Aber gut, kann man nichts dran ändern, wa? Ah, guck mal, das zählt sogar. Hab ich mir doch gedacht, da oben war so ein Loch drin. Ja, ja, ich gehe schon wieder. Ich bin schon wieder auf Secret-Suche, ich weiß wohl. Ja, da ist nix. Oh, da lassen sich da neue Freunde von uns abseilen. Da ist auch nix. Auch soweit nichts erkennbar. Boah, fuck. Da konnte man oben auch noch drüber und ich möchte da gerne nach oben drauf. Das nehme ich noch mit. So, weil es mich ein wenig kränkt, dass ich den Sprung nicht geschafft habe. Nein, hör auf zu schießen, wir mögen das nicht. Gut, mach es manuell. Mehr Kisten waren da jetzt nicht. Hier kommen wir im Fahrstuhl runter. So ein bisschen Leben. Mal bis auf sich einmal voll heilen ist hier oben gar nichts. Ich habe jetzt mit mehr gerechnet. Mal voll heilen und so ein lustiger Fahrstuhl. Dann gucken wir uns mal den Fahrstuhl an, wa? Betätigt man den? Da hat man eine Schalttafel.
Aua. Okay, okay, ich sehe es ja ein. Nein, tue ich nicht. Ah. Oh. Wieder Raketen. Oh oh. Das war knapp. Die scheinen mich echt nicht zu mögen, ne? Ist hier noch was? Au. Also dafür, dass sie mit Raketen auf mich schießen, machen die gar nicht so viel Schaden, aber... Ja, komm. Ups. Anhalten. Ich bin in Einsparung, hier gucken, ob wir es ob hier auch irgendwelche Hilfen sind. Okay. Mal eben gucken. Also wir wollen das Ding beschweren, damit das hoch ist, ne? So war es wahrscheinlich. Health-Kit. Ich will auch eben wissen, wo es da hinten lang geht und was da oben drauf ist. Oh, wollte mich jemand begrüßen? Na gut. So, hier geht's hoch. Hier, das war Müll. Das klingt aber... Ah. Eine Waschmaschine. Ja, das soll reichen, wa? So, mehr gibt's hier nicht. Das ist der einzige Weg. Nichts drin. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass links und rechts nicht ganz so gut klappt mit so einem Ding. I wouldn't believe it if I couldn't see with my own eyes. Dr. Gordon Freeman himself. Ja, guten Tag. Nett, Sie kennenzulernen. Just in time, Doc. We gotta move out before the combine picks us up. We're just getting ready to pull out. We better hurry. We gotta tear down this camp and get out of here. Greetings to the Freeman. Come on in. I'll show you what you're up against. Ja. Dann erzähl mal. Here, take a look at this. This here is the dam. It's just up ahead. Eli's hideout is here. A stone's throw from the apron and nestled in the old hydro plant. But getting there... With that hunter chopper on your ass, next to impossible. Good news is, the Vortigaunt's working his magic on your airboat, so you'll have a little more firepower going forward. I think he's just finishing up now. Go on out. Magic. There we are. That gun came off one of the same hunter choppers that you're up against. I always like to bring a little irony to a firefight. Take that chopper down, and you should be able to tear on through to Eli's place. The Freeman will accept this weapon, or suffer greatly on the road ahead. Ist da noch was, was ich plündern könnte? Nee, offensichtlich nicht.
Sehr schön. Abends. Ach, verrecke. Ist hier noch irgendwas Schickes zu holen? Das sieht ja so aufgebaut aus. Zumindest das Ding können wir einreißen. Ach, so geht's auch. Eben drüber laufen, nicht, dass hier jetzt irgendein Punkt ist, den man aktivieren muss für das. Nee, ist nicht. Schade, okay. So. Free Willy. Au. Ich wollte gerade eben gucken, ob eine andere Seite drauf kommt. Aber sieht nicht so aus, oder? Kommt man da hoch? Ich komme gerade nicht mehr zurückgefahren. Dann lassen wir es. Da ging ein kleiner Gang rein. Ich möchte wissen, ob da noch eine Kiste drin liegt. Na, vielleicht muss ich doch ein bisschen näher dran parken, als ich über das Airboat springen kann. Da ist Green. Ah, zumindest Energie gefunden. Das war schon mal was. Und noch ein anderes Green. Juhu. So. Sehr schön. Ich mag die Bordkanone. Hier ist hier ein Weg hinter, mal gucken. Da liegt noch ein Revolver. Wo ich neulich mal bei reflektierenden Stellen im Level-Design war. Diese tollen Kanister reflektieren natürlich auch wie blöd, weil die sind natürlich gepflegt und geputzt und poliert und hast du nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, dass da oben gerade der G-Man hätte stehen müssen und ich nicht drauf geachtet habe. Ich bin mir aber bei dem ganzen Zeug nicht sicher, weil ich nicht weiß, wann und wo er auftaucht und ob es vielleicht auch Zufall ist, dass er mal wo auftaucht und mal wo nicht. Hallo. So.
Nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Yes. 12 von 45. Da oben liegt eine Leiche drauf. Naja. So. Weiter geht's. Ups, das war nicht weit genug außen. HP noch. Wow. Ja, gerade wieder zu viel Schaden gekriegt. So, sehr schön. Oh, das ist schon fast wieder voll. Hey, hey. Also. Medikits und sowas liegen hier wohl zu Genüge rum. Ich spiele übrigens auf Medium. Oh oh. Hier ist aber indirekt weiter Arsch. Okay. Aber. Erst kaputt. Aber was, es liegt überall so viel HP rum. Ich habe trotzdem nur noch 3 HP. Und bin tot. Tod Nummer 2. Ja. So, weg mit den Dingern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es dadurch weitergeht. Ja, hatte ich recht. Sprung verabschiede ich mich von oder aus Part Nummer 3. Wie es weiter geht, erfahrt ihr morgen im vierten Part. Danke fürs Zusehen und tschüss.